Hallo Freunde, wir haben Wochenende und ich habe ein bisschen Hunger und ich habe Lust auf eine Bratwurst. Ich will sie mir aber nicht auf den Grill hauen, auch wenn man hier einen Grill anzündet, Kamin sieht. Ich werde das Ganze mit einem Bügeleisen versuchen. Ich habe eins im Keller gefunden, noch ein uralt. Also die müssen ja eigentlich bis zu 200 Grad schaffen, deswegen da habe ich mir das Teil hier vorbereitet. Das drehe ich einfach um, dann passt das sehr gut genau hier rein. Ist auch schön gerade. Und dann stelle ich mir das gleich an und werde ich mir die Wurst hier drauf braten. Vielleicht klappt's. So, machen wir mal ein bisschen Öl drauf. Ich hoffe, es ist alles gerade hier. Sonst läuft das gleich mal schön weg hier. Hey, hey, hey. Ganz gerade ist es nicht. Na, einfach drauf damit hier. So, geht doch. Das Fett läuft bis hier. Das muss natürlich ganz gerade hier sein. Ja, und während es so schön brutzelt auf dem Bügeleisen, werde ich mir jetzt mal ein Getränk öffnen. Da ich nicht nur eine Herdplatte habe oder auch keinen Grill, sondern nur das Bügeleisen, habe ich auch keinen Bieröffner. Deswegen, was ich jetzt mache, nicht nachmachen. Ich bin der Beißer von James Bond. Wie gesagt, nicht nachmachen und Prost. Bisschen bekloppt ist es ja schon, dass man hier ein Bratwürstchen auf dem Bügeleisen macht, aber es funktioniert ja. Warum soll man es also nicht machen? Und das ist ein uralt Bügeleisen. Bevor ich es wegschmeiße, probiere ich das einfach aus. Vielleicht müssten wir von beiden Seiten mit Bügeleisen gegen, dann geht das schneller. Ich hoffe, das Ganze wird noch, bevor es dunkel wird, weil die Sonne geht jetzt gerade unter. Mini-Wurst ist aber auch ein Mini-Bügeleisen. Da ich ein Senf-Fetischist bin, muss ich meistens mehr Senf drauf machen, wie die Wurst groß ist. Und ja, Senf esse ich eigentlich zu allem. Ihr schlagt wahrscheinlich die Köpfe übereinander, wenn ich sage, ich esse das mit. Ich schmiere Senf in Sauerkraut rein und dann esse ich das. Also was Besseres gibt es nicht. Tja, ich, wie gesagt, da muss Senf drauf ohne Ende. Das ist noch wenig. Schmeckt eben wie eine Bratwurst. Wie eine Bügelbratwurst.
Macht's gut.